Die Spannungen im Nahen Osten sind nach der gezielten Tötung eines Hamas-Führers in Teheran und dem zuvor in Beirut getöteten Hisbollah-Chef weiter gestiegen. Sowohl der Iran als auch die Hamas drohen Israel mit Vergeltung. Irans oberster Führer Khamenei soll gar den Befehl erteilt haben, Israel direkt anzugreifen. Momentan, so scheint es, verhallen alle internationalen Aufrufe zur Mäßigung und Deeskalation ungehört. Der alte Mullah schäumt. Mitten in Teheran liquidiert vermutlich der Mossad seinen Top-Terroristen Haniyeh. Der Mann wurde von seinen Revolutionsgarden bewacht. Die zweite Schmach. Laut New York Times soll Ayatollah Khamenei schon den Befehl für eine harte, direkte Reaktion auf Israel gegeben haben. Der israelische Premier wendet sich an seine Bevölkerung. Bürger Israels, vor uns liegen herausfordernde Tage. Seit dem Angriff in Beirut kommen Drohungen aus allen Richtungen. Wir sind auf jedes Szenario vorbereitet und werden jeder Bedrohung geeint und entschlossen entgegentreten. Israel wird für jede Aggression, egal aus welcher Richtung, einen sehr hohen Preis verlangen. In Teheran ziehen die wenigen Hardcore-Anhänger des Regimes durch die Straßen, fordern Rache für den Top-Terroristen Haniyeh. Diese Aufnahmen von X zeigen ihn beim Beten, nachdem er sich Bilder seiner Terrorbande anschaute. Nach iranischen Informationen soll eine Rakete Haniyeh direkt in seiner Wohnung getroffen haben. Ihr Endresultat ist sehr präzise Anschläge und kaum sogenannte Kollateral. Erschienen. Ein solcher Einsatz wird wochenlang vorbereitet. Diese Terroristenmeister sind ständig unter Beobachtung. Der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad unterhält im Iran ein Agentennetzwerk. Führende Personen des iranischen Atomprogramms wurden getötet. Haniyehs Tötung ist wohl aber auch einer Nachlässigkeit zu verdanken. Ganz offensichtlich war aber auch der Hamas-Führer Haniyeh etwas sorglos, weil er sich wohl zu lange an einem Ort aufgehalten hat, den man dann auch aus der Luft gut angreifen konnte. Er hat wahrscheinlich nicht mit einem Luftangriff dieser Art gerechnet. In der Politik schrillen weltweit nun die Alarmglocken. Die ganze Region steht am Rande eines großen Krieges. Ich appelliere erneut an alle deutschen Staatsangehörigen in Libanon, auszureisen, solange das möglich ist. Krieg oder Friede? Die Entscheidung liegt letztlich in Teheran, ob es für den Tod dieses Terrorfürsten eine ganze Region in den Abgrund schicken will.